Von denen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, wer weiß denn, wer kennt denn Docker überhaupt nicht? Ja, okay, das sind sehr wenige, das ist gut. Ganz kurz, im Prinzip, die Idee ist ja bei Docker, dass wir so eine Art, das ist technisch natürlich völlig inkorrekt, wenn ich das so sage, dass wir so eine Art ganz ultra leichtgewichtige virtuelle Maschine haben. Natürlich ist es keine virtuelle Maschine in dem Sinne, aber es ist ein Container und der shared den Kernel mit dem Host und insofern ist das keine VM. Aber so landläufig, damit man eine Idee bekommt, worum geht's da, kann man Docker sehr schön verwenden. So, und Punkt 1, wenn man also Docker verwenden möchte, man muss Docker installieren, man muss es am Laufen haben und da gehen die Probleme meistens los. Docker läuft ja, was die native Ausführung angeht, zunächst mal nur unter Linux. Das heißt, unter OS X und unter Windows habe ich ein Problem, beziehungsweise jetzt heißt es ja Mac OS und Windows, habe ich ein Problem. Ich brauche letzten Endes erstmal eine virtuelle Maschine, in der ich Linux installiert habe, wo ich dann Docker aufsetzen kann. Und wer Docker schon mal versucht hat, von Hand aufzusetzen, der ist vielleicht auch so ein bisschen dran verzweifelt, weil so die Standardinstallation von Docker über die typische Paketverwaltung von Linux-Systemen, ja, die installiert tatsächlich Docker, aber das ist irgendwie nur so die halbe Miete, weil dann stimmen nachher die Berechtigungen im Dateisystem nicht so richtig, der Benutzer ist nicht angelegt, die Gruppenberechtigungen sind nicht gesetzt. Man hat vielleicht auch so den Wunsch, dass Docker nicht nur lokal laufen soll, sondern übers Netzwerk erreichbar sein soll oder dass man überhaupt über HTTP dran will, dass das Ganze vielleicht auch noch halbwegs sicher sein soll. Das heißt, man hätte gerne den Zugriff über HTTPS statt über HTTP. Und das ist alles erstmal so out of the box in der Regel nicht da. Und wenn man dann anfängt, in der Docker-Konfigurationsdatei Parameter zu ändern und wenn man das Ganze mit HTTPS absichern will, dann braucht man ja auch Zertifikate. Das heißt, wer nicht gerade der OpenSSL-Guru oder die OpenSSL-Göttin ist, wird das auch nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Ich habe OpenSSL schon 100.000 Mal benutzt und jedes Mal schaue ich nach, wie war die blöde Syntax, um ein Zertifikat zu erzeugen aus einem CSR und so weiter, kriege ich nie aus dem Kopf hin. Und die gute Nachricht ist erstmal, das ganze Leben kann man sich viel, viel einfacher machen, wenn wir auf der Docker-Webseite mal drauf schauen, dann gibt es einen sehr viel angenehmeren Weg, um Docker zu installieren. Und zwar gibt es die sogenannte Docker Toolbox. Und die Docker Toolbox, die installiert also das Kommandozeilentool, den Docker Client und einige weitere nützliche Helferlein, zum Beispiel ein kleines Tool, das nennt sich Docker Machine. Und mit Docker Machine kann ich mir also meine Umgebung zurechtbauen und Docker Machine ist also ein Kommandozeilentool und es hat eine Reihe von Commands, die ich aufrufen kann, wie zum Beispiel bau mir eine neue VM zusammen, zeig mir alle VMs an und so weiter. Und wenn ich jetzt gerade mal schaue, Docker Machine LS, was ist auf meinem System gerade konfiguriert, dann sehen wir mit Docker Machine LS, es sind zwei virtuelle Maschinen konfiguriert. Die eine, das ist die aktive, die Dev-Maschine, läuft auf VMware auf meinem lokalen Rechner und die andere ist eine VM, läuft bei DigitalOcean, heißt Enter.js und das ist der Docker-Container, der die Webseite der Enter.js, oder das ist die VM, auf der die Webseite der Enter.js läuft. So, und ich kann jetzt also zum Beispiel hingehen und kann sagen, Docker-Maschine create und ich möchte zum Beispiel eine neue EJS-16-Maschine haben und ich möchte außerdem, dass die also auch mit VMware zum Beispiel läuft. Ich könnte jetzt auch sagen, ich möchte eine VirtualBox-Maschine haben oder ich möchte die ganze auf DigitalOcean provisionieren oder was auch immer. Dafür gibt es den Parameter Driver und ich kann jetzt also hier sagen VMware Fusion. Dazu muss VMware natürlich installiert sein und laufen. Und wenn ich jetzt Enter drücke, dann geht also Docker hin oder beziehungsweise Docker Machine und baut mir entsprechend eine virtuelle Maschine zusammen. Steuert also VMware fern, ohne auch, dass ich die UI zu sehen bekomme. Lädt ein ISO-Image aus dem Web runter, da sieht man es ganz kurz in der langen Meldung, die da kommt. Da wird ein Image runtergeladen, boot to docker.iso, da ist ein minimales Linux drin.
Und jetzt wartet er eben, dass die VM startet. Und das dauert jetzt so eine Minute. Und dann, wenn wir dann gleich nochmal Docker Maschinen LS ausführen, dann haben wir erstmal eine neue Maschine, die wir ausführen können. So, und wenn man dann testen will, funktioniert die Maschine, das ist, dann muss man natürlich erstmal, also es gibt dieses Hello World als Container, was man ausführen kann. Ich kann also jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, Docker Machine LS, also wir sehen, sie ist da, die EJS16 Maschine. Wenn ich sie jetzt auswählen will, dann gibt es ja die entsprechenden Umgebungsvariablen, allen voran Docker Host, wo also drin steht, auf welchen Server soll denn zugegriffen werden, wenn ich das Docker-Kommandozeilentool verwende. Und jetzt möchte ich die ändern. Das heißt, ich sehe hier schon, ich müsste für die Docker-Host-Umgebungsvariable die IP-Adresse ändern. Ich müsste den Maschinennamen umsetzen. Ich müsste den Pfad zu den Zertifikaten ändern. Alles das will ich nicht von Hand machen. Und dafür gibt es bei Docker-Maschinen ein Kommando, das heißt env. Damit kann ich mir die Environment-Variables anzeigen lassen und sage jetzt, ich hätte jetzt gern die Umgebungsvariablen, die ich brauche. Ups. Für die EJS-16-Maschine. So, da zeigt er mir an, was ich ausführen müsste. Und wenn ich das alles auch automatisch machen möchte, by the way, the question is, are there any English speakers in here? So, maybe I should have asked that before. I'm sorry. Anyone? Okay, nobody reacting. Okay, dann mache ich weiter auf Deutsch. Sorry, hätte ich vorher fragen sollen. Ich kann also jetzt hier dieses eval-Kommando kopieren und ausführen. So, wenn ich jetzt das Ganze nochmal mir anzeigen lasse, dann haben wir hier also die Umgebungsvariablen jetzt gesetzt und man sieht, die IP-Adresse hat sich geändert und ich kann also jetzt mit Docker auf meine entsprechende Maschine zugreifen. Wenn wir jetzt also ein Docker PS machen, dann sehen wir, auf dieser Maschine läuft gerade überhaupt nichts. Wenn ich jetzt testen will, ob das Ganze funktioniert hat, kann ich sagen Docker Run Hello World. Das ist so ein ganz kleines Docker-Image. Und jetzt kann ich halt das ziehen. Er lädt es aus dem Internet und sagt Hello from Docker, bla bla bla. Und der Container wird beendet. Und okay, ich weiß, es läuft, ich habe meine VM und alles ist gut. Und wie man, wenn man sich jetzt die Umgebungsvariable nochmal auflisten lässt, wie man sieht, TLS Verify steht auf 1. Das heißt, die Verschlüsselung über SSL ist aktiv. Und auch wenn man sich die Adresse anschaut, dann sieht man, das läuft also über Netzwerkzugriff, über TCP/IP, das heißt, Docker Maschine macht das alles für mich. So, jetzt brauchen wir mal ein Verzeichnis, in dem wir eine kleine Node-Applikation bauen. Und so die super simple kleine Node-Applikation, die man bauen kann, die sich vielleicht rentieren würde, zu containerisieren, könnte ein HTTP-Server sein. Die Schrift gleich mal noch ein bisschen größer. So, laden also das HTTP-Modul und wir sagen HTTP create server. Der Server hat einen Request und eine Response. Das übliche halt, Response write hello from Node.js. Wir sagen vorher noch, das Ganze soll einen Statuscode 200 zurückgeben. Content type ist Text HTML und wir machen außerdem die Verbindung zu. So, und das Ganze gibt uns einen Server zurück und wir sagen schließlich Server listen zum Beispiel auf Port 3000. So, ganz kurz gucken, ob es funktioniert. Node.js und wir brauchen den Browser, gehen auf localhost 3000 und jo, hello from Node.js. Okay, soweit, so gut. So, und jetzt wollen wir diese Anwendung verpacken und wollen sie zum Beispiel vorbereiten, um sie in die Cloud zu schieben. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, das mit Docker zu machen. Und natürlich will man jetzt nicht ganz bei Null anfangen, das heißt, man schaut mal nach auf dem Docker-Hub. Gibt es ein vorgefertigtes Image für Node.js? Wenn wir also hier mal nach Node gucken. Wenn wir hier mal nach Node gucken, so, dann sehen wir, hier gibt es also ein Node-Image und wir nehmen mal die aktuelle Version, die 6.2.1, können also hier zum Beispiel mal sagen, Docker, Run, ich möchte einfach mal
testweise in dieses Image reinschnuppern. Docker run it node und in diesem Image möchte ich zum Beispiel eine Bash ausführen. Jetzt sagt er mir natürlich, ja, tut mir leid, sorry, ich kann dein Node-Image, was du gerne haben möchtest, lokal nicht finden. Muss das erst aus dem Hub runterladen. Und jetzt sieht man schon, da werden mehrere Layer runtergeladen. 50 Megabyte, 40 Megabyte, 18 Megabyte. Das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Und wenn wir das dann gleich haben, sobald er es runtergeladen und entpackt hat und so weiter, dann bekommen wir eine Bash. Und in dieser Bash können wir dann in diesem Container arbeiten und können irgendwas mit Node anstellen. Und wenn alles geklappt hat, dann sollte das also ein Container sein, wo Node 6.2 drin ist. Während das läuft, gehe ich in der Zwischenzeit noch hin und füge mal noch eine Package.json hinzu, weil jede vernünftige Applikation, da muss man npm install ausführen. Das heißt, wir haben hier also ein Package namens ejs16demo, Version ist 1.0.0. Und damit das Ganze ein bisschen interessanter wird, ich würde hier gerne, nachdem der Server gestartet wurde, würde ich gerne noch eine Meldung ausgeben, aber natürlich jetzt nicht einfach mit Konsole log, weil das ist unspektakulär. Ich würde gerne noch einen Logger verwenden, Dependencies. So, und um diesen Logger zu installieren, sagen wir npm install flaschenpost. Ich nehme gerne den Flaschenpost-Logger. Wir speichern das und zwar in einer ganz bestimmten Version. So, npm lädt jetzt die Flaschenpost aus dem Internet runter, installiert das Modul und legt es also hier rein, packt es in die Package.json und auch während wir darauf warten, können wir sie hier schon mal einbauen. Flaschenpost require Flaschenpost. So, wir holen uns einen Logger aus der Flaschenpost und sagen dann schlussendlich hier unten logger.info Server started und als Information geben wir mit, auf welchem Port. Den Port könnten wir vielleicht noch konfigurierbar machen. Und so konfigurierbar machen von Applikationen, gerade wenn es so in Richtung Cloud geht, ist immer eine gute Idee, das zum Beispiel aus einer Umgebungsvariable zu holen. Das heißt, wir würden hier oben sowas sagen wie const port gleich process env.port. Process.env.port hat jetzt den Nachteil, es holt es direkt aus der Umgebungsvariable und das ist leider ein String. Und ich brauche den Port aber ja eigentlich als Number. Das heißt, ich müsste jetzt den String in eine Number konvertieren und glücklicherweise gibt es NPM-Module, die mir da die Arbeit abnehmen, wie zum Beispiel Process.env. Das heißt, das installieren wir auch noch. Und ich kann dann hier oben also Process.env noch requiren. Process.env. So, und dann sagen wir hier, ich hätte gerne die Umgebungsvariable Port. Und falls die nicht gesetzt sein sollte, dann möchte ich einen Fallback haben auf Port 3000. Starten wir das Ganze nochmal. Aha, wir sehen, wir kriegen eine Ausgabe, Port 3000. Da steht auch Server startet, es ist eine Infomeldung und halt so die Informationen, die wir halt haben wollen. Okay, das läuft. In der Zwischenzeit ist auch der Aufruf von Docker Run Node Bash fertig, das heißt, wir sind jetzt hier drin, können mal gucken, Node Version, das ist tatsächlich Version 6.2.1. Wir haben npm hier drin griffbereit, das heißt, wir könnten npm ausführen und wir können da jetzt irgendwas machen. Also das läuft soweit. So, jetzt will ich also meine Anwendung in ein Docker-Image verpacken. Das heißt, ich gehe hin, mache das natürlich nicht von Hand, sondern ich lege ein sogenanntes Docker-File an und dieses Docker-File sagt jetzt also zunächst mal from node. Ich gebe also an, was ist das Base-Image. So, und was möchte ich machen? Im simpelsten Fall einfach meine Applikation lokal in dieses Image reinkopieren, was ich bauen will. Also sagen wir add, alles im aktuellen Verzeichnis, nach slash app. Und danach möchte ich noch ein bestimmtes Kommando ausführen. Ich würde zum Beispiel gerne noch ein npm install ausführen. Und ich würde außerdem gerne noch am Schluss registrieren als Kommando, dass wir ausführen node mit slash app slash app.js. So. Wenn wir das Ganze jetzt bauen wollen, sagen wir, wir rufen Docker Build auf, nennen das Ganze ejs16demo und nehmen den aktuellen Ordner. So, und jetzt sieht man, also er packt den Build-Kontext zusammen,
schickt den, also das aktuelle Verzeichnis, schickt das an den Docker-Server, das sind etwas über 6 Megabyte, fügt die Anwendung hinzu und führt NPM aus. Und dann sieht man schon irgendwie, da kommen eine ganze Menge rote Meldungen, irgendwelche Warnings, und da unten steht was von No such file or directory, open package JSON. Das heißt, das NPM Install scheint irgendwie nicht funktioniert zu haben, weil er die package JSON anscheinend nicht gefunden hat. Und außerdem unsere Anwendung 6 Megabyte, die ist keine 6 Megabyte groß. Also, sorry, das ist diese Datei und das ist diese Datei und das ist diese Datei. Das sind zusammen nicht 6 Megabyte. Und das Erste, was wir machen können und was wir unbedingt machen sollten, ist eine Docker-Ignore hinzuzufügen. Das ist also das Ignore-File, was bestimmt, was wir nicht in das Docker-Image reinpacken wollen. Und das Erste, was wir nicht da drin haben wollen, ist der Node-Modules-Ordner. Und das hat einfach schlicht und ergreifend den Grund, dass Node-Module in JavaScript geschrieben sein können und in C oder C++ geschrieben sein können. Und ich entwickle auf macOS, Docker läuft aber auf Linux. Das heißt, das, was ich bei mir lokal für macOS kompiliere, wenn ich das einfach nur reinkopiere in das erzeugte Image, was nachher unter Linux ausgeführt wird, das ist überhaupt nicht binärkompatibel. Das heißt, ich muss sowieso NPM Install laufen lassen. Das heißt, hier mein Node-Modules-Ordner nützt mir überhaupt nichts. Also den will ich ausschließen. Und was ich da normalerweise auch drin eintrage, weil ich es nicht brauche, ist der .git-Ordner, weil ich muss auch nicht das ganze Repository mit reinpacken. Und das ist schon mal so der erste Punkt, wo man anfangen kann, sich zu überlegen, was sind denn so Dinge, die ich wirklich in meinem Production-Bild brauche? Muss ich da zum Beispiel sämtliche hochauflösenden Bilder, die für die Dokumentation benötigt werden, die halt zufälligerweise auch in dem Repo drin liegen, muss ich die alle mitnehmen oder kann ich da was ausschließen? Das heißt, Schritt 1 ist erstmal versucht, das Docker-Image einfach so klein wie möglich zu machen, indem ihr einfach mal hingeht und nur das reinnehmt oder nur das nicht ausschließt, was wirklich notwendig ist, um die Anwendung auszuführen. So, Punkt 2, da war irgendein Problem mit dem NPM Install. Und das ist auch ganz einfach, woran das liegt, weil wir haben ja mit add gesagt, füg den Inhalt unseres aktuellen Verzeichnisses, füg das bitte unter slash app ein. Und standardmäßig alle Befehle, die wir mit run ausführen, laufen im root-Verzeichnis. Das heißt, dieses NPM Install wird schlicht und ergreifend im falschen Verzeichnis ausgeführt. Wir gehen also hin und sagen cd app. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal. Lass uns nochmal laufen. Wir sehen, jetzt sind es nur noch 5 Kilobyte hier oben, was in das Docker-Image geschrieben wird. Das ist schon mal deutlich weniger. Allerdings, diese NPM-Install-Fehlermeldungen, irgendwie sind die immer noch rot. Und er sagt hier immer noch, no such file or directory, open package JSON. Und eine Sache, wo man ziemlich drauf aufpassen muss, ist, jedes Run-Command für sich bekommt eine neue Shell. Das heißt, das erste Run-Command, das wechselt tatsächlich in einer Shell in das Verzeichnis slash app und dann wird diese Shell beendet und das nächste Run-Command kriegt eine neue Shell. Das weiß aber von diesem vorangegangenen cd slash app überhaupt nichts. Das heißt, das landet im falschen Verzeichnis, das wird immer noch im Root-Verzeichnis ausgeführt, weswegen wir also hingehen müssen und diese beiden Commands chainen müssen. Wenn wir jetzt mehrere Commands haben, dann sollte man das entsprechend machen. Jetzt gibt es natürlich manchmal Dinge, hoppla, jetzt gibt es natürlich manchmal so ein paar mehr Dinge, die man da machen will. Die Zeile wird so ein bisschen länglich. Das heißt, es wäre irgendwie ganz cool, hier so einen Zeilenumbruch machen zu können. Kann man machen. Dazu muss man hier aber einen Backslash einfügen. So, wenn wir es jetzt nochmal probieren, wir bauen das Ganze. Jetzt sieht man, es kommen zwar immer noch rote Meldungen, aber er zieht es offensichtlich aus der Registry. Er sagt am Schluss npm info okay und er hat das Ganze gebaut. Und wenn wir jetzt versuchen, dieses ganze Ding zu starten, dann starten wir das Ganze jetzt im Detached Mode, weil es ein Server ist. Wir sagen, wir möchten gerne einen Port aus dem Docker-Container auf den Host weiterleiten, den Port 3000 auf den Port 3000 und wir würden gerne den Container EJS 16 Demo starten. So, er ist anscheinend gestartet und wenn wir jetzt hier nochmal einen Reload machen, kriegen wir, diese Webseite ist nicht erreichbar. Tja, das ist einer meiner Lieblingsfehler, wenn man mit Docker hantiert. Jetzt sucht man eine halbe Ewigkeit, wo man beim Port Forwarding was falsch gemacht hat oder was auch immer, bis man dann irgendwann drauf kommt, das läuft ja jetzt in einem Docker-Container, das läuft in der VMware. Das heißt, es ist nicht mehr Localhost, sondern ich muss die IP von der VM nehmen.
Ich habe also hier 192, 168, 9, 137 war das vorhin. Wenn ich jetzt darauf zugreife, bekomme ich auch entsprechend Hello from Node.js. So, halten wir den nochmal an. Wenn wir jetzt mal gucken, was auf der Maschine so an Images rumliegt, vorausgesetzt, ja, er hat's. Wenn wir jetzt gucken, was auf der Maschine so rumliegt mit Docker Images, dann sehen wir das Hello World, was wir vorhin ausgeführt haben, wir sehen das Node, wir sehen so ein paar Temporary Images, die durch das Bauen entstanden sind und wir sehen ganz oben unser EJS 16 Demo Image. Und die Größe 657,3 Megabyte. 657,3 Megabyte Image für ein Programm, was 5 Kilobyte groß ist. Das ist irgendwie ein bisschen viel. Und ich habe ja ganz am Anfang gesagt, naja, man kann Docker so interpretieren als Art, ja, das ist irgendwie so was wie eine leichtgewichtige VM. 657 Megabyte, das geht mit Mühe noch auf eine CD-ROM drauf. Das hat nichts mehr mit leichtgewichtig zu tun. Also 10 Megabyte, das wäre vielleicht noch so gerade so akzeptabel, aber nicht über 500. Und das Problem an der Stelle ist, dass wir eine sehr kleine Applikation haben, aber ein riesengroßes Base-Image verwenden. Weil dieses Node-Image, was wir aus dem Docker-Hub gezogen haben, hat man ja auch schon beim Pullen gesehen, das hat ziemlich lange gedauert. Wenn wir da nochmal einen Blick drauf werfen, dann kann man sich das Docker-File anschauen, mit dem das Ganze gebaut wurde. Und dieses Docker-File baut hier auf Buildpack-Depth Jesse auf. Jesse ist eine Versionsbezeichnung von Debian, das heißt, da wird ein komplettes Debian-Linux runtergeladen. Und das ist der Grund, warum das so groß ist. Es wäre also irgendwie ganz nett, wenn man vielleicht ein kleineres Base-Image hätte. Und mit ein bisschen Sucherei kommt man dann irgendwann drauf. Es gibt von einem sehr netten Herrn, Gesundheit, gibt von einem sehr netten Herrn namens Michael Hart, gibt es ein Image, was auf Alpine Linux aufbaut. Alpine Linux ist ein sehr, sehr klein gehaltenes Linux, was im Grunde genommen darauf optimiert ist, möglichst wenig Speicher zu verbrauchen, dass ich halt nicht 650 Megabyte habe, sondern viel, viel weniger. Und das heißt, ich leite also mein Docker-Image nicht von Node ab, sondern von Alpine Node. Und jetzt bauen wir das Ganze nochmal. Jetzt muss er das natürlich erstmal ziehen. Hier sieht man schon, das geht ein ganzes Eckchen schneller. Es sind auch nur zwei Layer, die er zieht. So. Und wenn wir jetzt nochmal Docker Images uns anschauen, dann sehen wir, unser Image ist also von über 650 Megabyte runter auf 53 Megabyte. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Und ganz unten sieht man, das Alpine Node Image hat 46 Megabyte. Wenn wir in dieses Image mal einen Blick reinwerfen, wir können natürlich auch wieder eine interaktive Shell da drin starten. Wir rufen also einfach mal die Bash da drin auf. Dann kriegen wir jetzt eine Fehlermeldung, nämlich Container Command Bash not found or does not exist. Und das heißt schlicht und ergreifend, irgendwo muss der Platz ja auch eingespart werden. Das heißt, in diesem kleinen Alpine Node Image ist keine Bash installiert. Wir könnten also hingehen, könnten jetzt zum Beispiel uns einfach mit der SH-Shell anmelden. Da sehen wir, die ist installiert, das funktioniert. Aber das heißt natürlich, ich muss gewisse Einschnitte hinnehmen. Und das heißt auch, ich habe das ja eben bauen können, ich kann mich natürlich jetzt nicht wie bei einem Full-Featured Debian drauf verlassen, dass alles, was ich irgendwie so vielleicht gebrauchen könnte, in diesem Alpine Node Base Image schon drin enthalten ist. Und das geht zum Beispiel damit los, wenn ich dann doch mal eine C++ ein C++-Package installieren muss, wo on-demand kompiliert werden muss. Ja, auf Alpine ist halt kein C++-Compiler da. Der muss halt erstmal nachinstalliert werden. Wenn ich OpenSSL brauche, das muss ich erstmal nachinstallieren. Wenn ich Git brauche, das muss ich erstmal nachinstallieren. Und da ist natürlich dann die Frage, okay, wenn ich das jetzt nachinstalliere, dann wird ja dieses Image wieder größer und größer und größer. Das heißt, angenommen, na, ich gehe nochmal gerade rein, angenommen, ich würde jetzt hier, also der GCC ist tatsächlich nicht drauf, angenommen, ich würde jetzt den GCC installieren wollen, dann kann ich jetzt hingehen und sagen apk add GCC
beziehungsweise das probieren wir gerade erstmal aus, apk@gcc. Oder ist es apk install gcc? Nein, es war apk@. Vergessen. Erst ein apk-Update. So. Dann ein apk@gcc. Und jetzt sehen wir jetzt later also das Ganze runter. Das ist also der richtige Schritt. Und auch da sieht man schon beim letzten Installationsschritt, es braucht eine Weile. Das heißt, das Ganze wird auch ein paar Megabyte umfassen. Ist auch immer gut, wenn man sowas erstmal so interaktiv ausprobiert, bevor man es irgendwo reinschreibt und sich dann wundert, warum es nicht geht. So, apk-Update, dann @gcc. Und jetzt könnte man auf die Idee kommen, ich hätte es noch nicht zumachen sollen, apk@gcc, dass man ja, nachdem man dann das npm-install hat laufen lassen, weil den C++-Compiler, den braucht man ja vielleicht nur für diesen Schritt, jetzt könnte man auf die Idee kommen, hier hinten dran nachher zu sagen, wir deinstallieren das Ganze wieder. Jetzt ist gcc also hier offensichtlich da. Und wenn wir das Ganze wieder entfernen wollen, dann können wir also sagen apk-del-gcc. Jetzt hat er das Ganze wieder entfernt. Und wir sagen apk-del-gcc. So. Wenn wir das Ganze jetzt bauen, dann werden wir nicht ganz den gewünschten Effekt haben. Weil wir sehen jetzt, er führt diese Schritte aus, er fügt also die Applikation hinzu, macht ein apk-Update, macht apk@gcc, führt dann npm-install aus und so weiter. Und interessant ist jetzt die Bildschirmausgabe, da kommt immer Step 1, Step 2, Step 3 und so weiter und er gibt dann an running in und dann kommt irgendeine ID. Und am Schluss heißt es removing intermediate container, auch irgendeine ID. Und was man wissen muss, ist, Docker arbeitet mit Layern. Das haben wir ja vorhin gesehen, als wir das Node-Basis-Image runtergeladen haben. Und das haben wir auch bei dem Alpine-Node gesehen. Und diese Layer-Idee ist eigentlich ganz simpel, so nach dem Motto, wir haben zwei Images, die zum Beispiel beide auf Debian aufbauen. Dann müssen wir Debian nicht zweimal runterladen. Es reicht, wenn wir einen Debian-Layer runterladen und dann in zwei darauf aufbauenden Images sozusagen nur noch das Delta speichern, was sich geändert hat. Spart eine Menge Speicherplatz. Und ich habe nicht in jedem Image immer alles from scratch drin. Das heißt aber auch, dass diese Images oder diese Layer, das ist wie Klarsichtfolien, die ich aufeinander lege. Das heißt, eine Veränderung, die ich in einem Layer durchführe, die ist da fest eingebacken. Und ich kann einen Layer oben drüber legen und ich kann dann Veränderungen durchführen, aber das ändert nicht das zugrunde liegende Layer-Image, sondern das ändert die darüberliegende Schicht. Und das heißt insbesondere, wenn ich in einem Layer eine Datei hinzufüge und sie im darüberliegenden Layer wieder lösche, dann ist die Datei unterm Strich immer noch da. Sie wird nur durch die darüberliegende Klarsichtfolie sozusagen verborgen. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass ich das Hinzufügen einer Datei und das Wiederentfernen einer Datei im selben Layer mache, ansonsten hat das überhaupt keine Auswirkung. Und in so einem Docker-File, jedes Run, was ihr ausführt, resultiert in einem neuen Layer, in einer neuen Schicht Klarsichtfolie. Das heißt, selbst wenn ihr, wir haben vorhin hier das CD-App und das NPM-Install verkettet, um sicherzustellen, dass das in einer Shell läuft. Aber das alleine reicht noch nicht, sondern ihr müsst das im Grunde genommen für sämtliche Run-Aufrufe machen, weil ihr wollt, dass das apk-add und das apk-del zusammen in einem Layer landet. Das heißt, wir schmeißen also an der Stelle, werfen wir das Ganze raus und verketten das Ganze. So, und wenn wir das Ganze jetzt nochmal bauen, wir hatten vorher also 7 Schritte, heißt 7 Layer, wenn wir das Ganze jetzt nochmal ausführen, dann sehen wir jetzt, Step 3 ist jetzt diese lange Verkettung und wir resultieren jetzt also in, müssten 3 Layer weniger sein, wenn ich es richtig im Sinn habe. So, okay, ja, 4 sogar nur. Okay, ja genau, 4 sind 3 weniger, als wir vorher hatten. Also wir haben jetzt nur noch 4 Layer und damit haben wir jetzt Platz gespart. Jetzt ist dieses Del noch nicht die ganze Wahrheit. Da gibt es noch ein paar mehr Parameter, die man angeben müsste.
Man müsste auch diese Listen, die durch APK-Update erzeugt werden, die könnte man auch wieder löschen, temporäre Dateien, die angelegt wurden. Aber der springende Punkt ist, das muss alles in einem einzigen Run passieren, sonst könnt ihr euch den ganzen Aufwand sparen, ansonsten hat das überhaupt keinen Effekt. So, jetzt ist so der nächste Punkt. Jetzt ändern wir irgendwas in unserer Applikation. Wir könnten zum Beispiel sagen, Hello from Node.js, Ausrufezeichen. Und wir möchten neu bauen. Und wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir, also er hat die Applikation geaddet und jetzt wird wieder APK-Update, APK-Add, bla 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 bla, alles ausgeführt. Und das passiert jetzt alles nochmal. Das ist überhaupt nicht notwendig. Das passiert alles nochmal, weil ich ein Ausrufezeichen im Quellcode hinzugefügt habe. Es hätte völlig gereicht, nur die geänderte Datei hinzuzufügen. Und das ist eigentlich jetzt erstaunlich, dass er das macht, weil Docker ist so intelligent und geht beim Bauen eines Docker-Files inkrementell vor. Dadurch, dass ja einzelne Layer entstehen, ist ja eigentlich logisch, wenn sich im Docker-File an dieser ersten Zeile nichts geändert hat, dann muss Docker nicht neu bauen. Wenn sich an der zweiten Zeile nichts geändert hat, muss Docker nicht neu bauen, sondern Docker könnte generell auf eine gecachte Kopie des vorigen Build-Vorgangs zurückgreifen. Und das macht Docker auch, damit Builds normalerweise sehr schnell gehen. Das Blöde ist nur, wir haben nichts am Docker-File geändert, aber wir haben was an einer Datei geändert, die hier über Add hinzugefügt wird. Und Docker prüft beim Zufügen aller Dateien, wird ein Hashcode berechnet und vergleicht dann diese Hashcodes. Und das heißt, Docker stellt fest, das Ergebnis, was durch dieses Add passiert, da ist irgendwas anders als vorher. Und weil da jetzt irgendwas anders passiert, das sind also andere Dateien in das neue Image geladen worden. Das heißt, alles danach könnte sich unter Umständen anders verhalten, könnte andere Auswirkungen haben. Also führe ich einfach alle Schritte sicherheitshalber nochmal aus. Und das heißt, es wäre viel schlauer, diese App erst hier hinten hinzuzufügen, nachdem diese ganzen vorherigen Schritte gelaufen sind. Wenn wir das jetzt nochmal bauen, jetzt haben wir das Docker-File geändert, logisch wird er jetzt alles nochmal machen. Das heißt, jetzt macht er ein apk-add-gcc, wechselt jetzt in das App-Verzeichnis, was nicht existiert, versucht dann npm-install zu machen, was aus einem Verzeichnis, was es nicht gibt. Das heißt, das wird vermutlich jetzt mit einem Fehler abbrechen. Und das zeigt dann auch schon das grundlegende Dilemma. Nämlich, wir können das npm-install erst, da haben wir es, cand cd /app. Jetzt haben wir das grundlegende Dilemma. Wir können das npm-install erst machen, nachdem wir die Applikation mit add hinzugefügt haben. Eigentlich wollen wir das add aber erst machen, nachdem wir den GCC-Compiler und so installiert haben, damit das gecached werden kann. Das heißt, das müsste eigentlich hier passieren. Wenn wir das machen, dann können wir aber nachher mit apk-del nicht mehr die Artefakte entfernen, die wir mit apk-add hinzugefügt haben, weil jetzt sind es zwangsweise getrennte Layer, weil es in verschiedenen Run-Kommandos läuft. Das heißt, irgendwie, es fühlt sich nicht wirklich gut an. Und was wir an der Stelle jetzt machen können, ist, wir können einen Trick anwenden. Wir können nämlich hingehen und können sagen, also das APK-Update, das hat erstmal mit unserer Applikation nichts zu tun. Das ist völlig unabhängig von unserem Code. Das APK-Add-GCC hat auch nichts mit unserer Applikation zu tun. Für das CD-App, ja, dafür muss unsere Applikation da, wobei, nein, das stimmt auch nicht, dafür muss nicht die Applikation da sein, dafür muss nur das Verzeichnis /app existieren, damit wir da reinwechseln können. Für das npm-install, auch dafür, okay, dafür muss das Verzeichnis existieren und es müsste die Package.json da sein. Und für das apk-del, das hat wieder mit unserer Applikation nichts zu tun, das heißt, wir könnten auf die Idee kommen zu sagen, wenn an dieser Stelle ja eigentlich nur das Verzeichnis vonnöten ist und die Datei Package.json, dann könnten wir ja hingehen und sagen, bevor wir das ganze Zeug ausführen, fügen wir erstmal die Package.json hinzu. Und zwar speichern wir die in das Verzeichnis /app. Nur diese eine Datei. Dann führen wir die ganzen Schritte aus, die notwendig sind,
um den C++-Compiler zu installieren und entfernen den ganzen Kram wieder, nachdem wir einen NPM-Install ausgeführt haben. Was wir jetzt machen können, weil die Package-JSON da ist, und dann fügen wir die gesamte Applikation in dem Ordner /app hinzu. Das heißt, jetzt kopieren wir die App.js mit rein und halt alles, was zu unserer Applikation ansonsten noch so dazugehören würde. Und dann können wir das ganze Kommando registrieren. Wenn wir das jetzt mal laufen lassen, dann sehen wir, weil der Bildvorgang vorher ja abgebrochen ist, jetzt macht er also wieder das ganze Zeug und hoffentlich zum bald letzten Mal heute. Und das spannende Ergebnis ist jetzt eigentlich nicht, wie es jetzt abläuft, sondern was passiert, wenn wir es danach nochmal laufen lassen, wenn wir im Quellcode wieder was ändern. Im Quellcode was ändern dürfte keine Auswirkung haben, weil das hier oben dieses Add nicht betrifft, weil das ist ja nur die Package.json. So, ist passiert. Jetzt gehen wir also hin und sagen in der App.js, wir machen diese Meldung ein bisschen freundlicher, machen wir ein Smiley dahin und sagen einmal neu Docker Build. Wow, that was fast. Und jetzt sieht man, wenn man sich die Meldung hier anschaut, also Step 2, Add Package.json, da steht unten drunter Using Cache, weil sich da tatsächlich nichts geändert hat. Der Hash der Package.json ist derselbe geblieben. Das ganze Run APK Update und so weiter Graffel Using Cache, weil auch daran hat sich nichts geändert, weil das Docker-File ist gleich geblieben. Und dann schließlich das eigentliche Hinzufügen der Applikation, an der hat sich was geändert und ab der Stelle baut er jetzt neu. Aber dieses Hinzufügen und dann entsprechend neu bauen, das geht natürlich wahnsinnig schnell, weil er nur eine Datei irgendwo hin kopieren muss. Und das Schöne ist, dass wir jetzt also auf die Art eine sehr, sehr schnelle und zügige Entwicklung bekommen. Das heißt, jetzt können wir hier irgendwie noch sagen, hello from Node.js and hello from Enter.js, können also beliebige Änderungen machen, können neu bauen und das ist eine Sache von Sekundenbruchteilen. Und wir kriegen ein kleines Image. Das Image wird jetzt nicht ganz so klein sein, wie es vielleicht sein könnte. Wie gesagt, weil das APK Dell nicht so ganz hundertprozentig passt und weil temporäre Dateien übrig bleiben. Aber, naja, okay, 54 Megabyte. Räumt also doch anscheinend ganz gut auf. So, und jetzt kann man sich nur noch abschließend die Frage stellen, ja okay, nett. Jetzt wird also nur noch, wenn ich am Code was ändere, nur noch dann passiert tatsächlich das Neubauen. Wie ist das jetzt, wenn ich auf die Idee komme, ich möchte außer meinetwegen der Flaschenpost und dem Process.env, ich möchte noch irgendein neues Package verwenden. Das heißt, ich gehe hin und mache eine Änderung in der Package.json. Wie erzwinge ich denn dann jetzt, dass neu gebaut wird? Weil jetzt muss natürlich das ganze NPM-Install neu laufen. Und das ist die gute Nachricht. Dafür muss ich überhaupt nichts machen. Weil in dem Moment, wo ich die Package.json ändere, wenn wir nochmal einen Blick in das Docker-File werfen, in dem Moment, wo ich die ändere, wird ja in dieser Zeile beim Hinzufügen der Package.json ein neuer Hash generiert. Und dieser Hash ist anders als im vorherigen Lauf. Das heißt, das wird jetzt tatsächlich darin resultieren, dass der ganze Bildschritt mit Compiler installieren, NPM Install ausführen und das Ganze wieder entfernen, neu ausgeführt wird, ist genau das, was wir haben wollen. Und damit habe ich eigentlich die perfekte Kombination aus, ich habe ein kleines Image, ich kann schnell bauen, ich löse Änderungen beim Bauen nur dann aus, wenn sie tatsächlich notwendig sind und ich kann eben Änderungen an meinem Code ausführen und muss nicht erwarten, dass ich jetzt jedes Mal ewig lange warten muss, sondern das habe ich eben nur, wenn tatsächlich sich relevante Dinge in der Package.json geändert haben. Und das Schöne ist, das ist im Grunde genommen, das ist jetzt natürlich ein sehr simples Docker-File, es gibt unter Umständen deutlich komplexere, aber die Grundregeln sind immer dieselben. Und diese Grundregeln, um die nochmal kurz zusammenzufassen, also die Grundregel, erstens verwendet ein kleines Base-Image. Und das ist traurig eigentlich, dass im Docker-Hub viele von den offiziellen Base-Images leider viel zu groß sind, weil die häufig von Debian ableiten. Und wenn man dann halt ein System hat, was aus 5, 6, 7, 8, 9, 10 Docker-Images besteht oder darauf aufbaut, dann hat man halt wahnsinnig schnell etliche Gigabyte angesammelt. Und das dauert beim Installieren lange, das dauert beim Runterladen lange, es ist nervig. Also von daher haltet Ausschau oder baut euch sowas vielleicht selbst. Was man gerne vergisst ist, ein Docker-Image ist nichts anderes als, technisch gesehen, als ein Tar
File, wo irgendwelcher Code drin rumliegt. Und das kleinste Docker-Image, was ihr überhaupt bauen könnt, ist, ihr nehmt ein statisch gelinktes Binary, beispielsweise was in Go geschrieben wurde, und tagt das. Das ist ein fertiges Docker-Image, was ihr ausführen könnt, wo halt nur dieses eine Binary drin ist. Und von daher, es gibt eine sehr interessante Blog-Post-Serie, wo jemand beschreibt, wie man also quasi Docker von Hand nachbauen könnte, wie man das machen kann, was Docker-Build halt automatisiert, wie man das Ganze tarren muss und welche File-Struktur man unter Umständen einhalten muss und ähnliches, ist ziemlich spannend zu lesen. Will natürlich kein Mensch so nachher im tagtäglichen Doing machen, aber es gibt einem so ein bisschen Insights, was da passiert. Also von daher, sucht euch ein kleines Base-Image oder baut euch ein kleines Base-Image. Der zweite wichtige Punkt ist, dass man sich halt bewusst sein sollte, jedes Run ist ein neuer Layer. Also nach Möglichkeit nur ein Run oder zumindest möglichst wenige Run-Aufrufe. Wegen eben den Layern. Und der dritte Punkt ist, jedes Add invalidiert den Cache, daher Add so spät wie möglich und mit so wenigen Dateien wie möglich. Und wenn ihr diese drei Regeln beachtet, dann kriegt ihr es hin, sehr, sehr kleine, kompakte Docker-Images zu bauen, die sich zudem schnell bauen lassen. Und das Nette an der ganzen Geschichte ist, wenn wir dann hingehen und sagen, ich rufe nochmal Docker-Maschinen auf, wechsle jetzt auf die Enter.js-Maschine, die auf DigitalOcean läuft, führe mein Docker-Build nochmal aus, jetzt führe ich das auf der DigitalOcean-Maschine aus, habt jetzt dort ein kleines Image. Das geht jetzt dort alles ein bisschen schneller, weil DigitalOcean halt eine schnellere Internetanbindung hat. Und sage dann abschließend, wenn er das jetzt gleich hat, ich starte das Ganze nochmal mit unserem Docker-Run-Aufruf von vorhin. Das mit dem Schnellergehen bezieht sich natürlich nur auf Dinge, die auch vom Internet abhängen. So. Jetzt führen wir das Run nochmal aus. Das hier war's. Nehmen wir Port 3000. Das heißt, jetzt läuft mein super schicker Node-Server, den ich gerade geschrieben habe, auf der Enter.js-virtuellen Maschine, die bei DigitalOcean steht, live im Internet. Und wenn wir jetzt auf enterjs.de Port 3000 gehen, dann sollten wir eigentlich eine Meldung bekommen. Also sie läuft. So ist das mit den Live-Demos. Okay, wenn man die richtige Domain mit www verwendet, funktioniert es auch. Das heißt, wir haben unsere Node-Applikation ins Internet deployed und das Ganze halt mit einem sehr kleinen Container. Und so kann man im Grunde genommen seine Deployments halt deutlich kleiner machen, deutlich zügiger machen und vor allem reproduzierbar machen. Und das ist der ganz springende Punkt, dass ich eben jetzt hingehen kann und genau dasselbe Image auf einem anderen Server starten kann und damit einen reproduzierbaren Effekt habe. Und dieses It works on my machine gibt es damit im Endeffekt nicht mehr. Das Ganze macht aber nur Spaß, wenn es halt wirklich schnell geht. Und das sind die drei Tricks, die man braucht, um Docker-Images klein und schnell zu machen. Viel Erfolg damit. Dankeschön.